Willkommen Leute zurück und Tag auch bei XCOM 2 hier bei unserer Avenger-Verteidigungsmission. Wir haben schon die ersten Aliens hier umgelegt, es wurden auch schon die ersten Gegenstände fallen gelassen und wir haben einen Sektoiden, der noch halb so fit ist, wie er sein sollte und haben schon den gefährlichen Schlangenmenschen ausgeschaltet. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier an diesen Kaktus gehen soll oder ob dann vielleicht die drei von der anderen Seite dann alle kommen. Deswegen belasse ich es erstmal und gehe hier nach rechts mit dem Topstar und versuche dem Sektoiden noch einen mitzugeben. Ja, in Hintern geschossen, aber der Hintern hat natürlich die beste Panzerung. Okay, von hier aus müssten wir auch was sehen können. Dann haben wir noch den Sparks. Ja, ich möchte die eigentlich nicht alle komplett zusammenstehen haben. Wer weiß, ob die dann doch Granaten oder irgendwas mal dabei haben. So, 65%. Ist wieder gut ein Drittel, 5 und down. Und so muss das sein. Und dann stellen wir hier den nächsten Mal auf noch auf Feuerschutz, falls der Sektoid sich nach vorne bewegt. Und das macht er nicht. Er haut ab. Wartet auf Verstärkung offenbar. So, und da seht ihr, da kommt schon Nachschub. Und zwar haben wir den Luro 91. Hallöchen, schön, dass du da bist. Er verstärkt uns hier. So, und Mensch, die Viper hat wieder so viel da fallen gelassen. Das würde ich alles echt gerne haben. Aber da nach vorne zu laufen, ist so eine Sache. Der Luro geht auf jeden Fall schon mal direkt hier an den Kaktus. Sieht er da irgendwas? Nein, er sieht nichts. Och. Das wäre echt toll, das da zu holen. Und die Deckung hier vorne ist halt auch richtig gut. Also es ist jetzt nicht schlecht, wenn wir noch weiter nach vorne gehen. Topstar ist sowieso erschüttert. Der braucht mal einen Kill, dass er hier wieder gut drauf ist. Sollen wir wirklich nach vorne gehen? Ich versuch's mal. Hier an den Baum. Ja, okay. Da sind Advent-Truppen. 61% und 45%. Und das ist beides ein Vierer-Soldat. Also vier Lebenspunkte. Ich sag mal Vierer oder Siebener. Also stinknormaler Advent, kann man auch sagen. 61. Moment. Wir nehmen erstmal unseren Sniper. 61, 47. Auch nicht wirklich besser. Und ihr seht, drei Runden dauert das, bis er die blitzschnellen Hände wieder benutzen kann. Aber 61%, komm. Ist besser als ein Coinflip und deswegen benutzen wir das. Ziel steht noch. Hat nicht ganz funktioniert. Also müssen wir doch alle ein bisschen weiter raus, offenbar. Vor dem hier habe ich eigentlich mehr Angst. Der könnte uns nämlich gut flanken. Wobei die Trefferchancen natürlich klar besser hier bei ihm sind. Also wir benutzen doch die 61%. Ach, und nur 3 Schaden. Ärgerlich. Das ist halt jetzt die Frage, ob wir jetzt hier Splittergranaten oder irgendwas dafür investieren sollten. Das wäre ja auch nicht verkehrt, wobei er natürlich dann komplett offen steht. Nee, wir machen das anders. Wir schicken ihn hier nach rechts und geben 40%. Ja, wir müssen hier was reißen mit niedrigen Prozentzahlen. Die stehen alle gut gedeckt. Ah, 40% daneben gehauen. Na, hätte ich vielleicht doch die Gegenstände wieder mal liegen lassen sollen. Wie sieht das denn aus mit einer Blendgranate? Sollen wir die jetzt schon benutzen? Würden wir auf jeden Fall alle erwischen? Ja, machen wir. Also machen wir, wenn nichts anderes funktioniert.
schicken wir nochmal hier den Noel nach vorne. Was kann der denn von hier treffen? 52%, 33%. Ja, versuch ihn mal hier auszuschalten. Ja, schön hier über die Leitplanke geballert. Das hat Spaß gemacht. Okay, das heißt natürlich, dass wir die Blendgranate wahrscheinlich doch nicht einsetzen werden. Der Luro hat leider schon seine Aktion benutzt. Der bleibt einfach mal da stehen. Und wir haben noch den MC Bass. Der könnte natürlich jedem so ein bisschen Schaden reinwürgen. Der geht hier mal zum Baum. Und sieht keinen. Na gut, dann machen wir hier Feuerschutz. Und der Luro hat doch eigentlich schon... Wieso darf der denn noch was machen? Habe ich den nur nach vorne gezogen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay, der macht auch Feuerschutz. Ach ja, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Granate hier zu werfen. Ja komm, wir haben zwei Blendgranaten. Wobei, eigentlich kann noch nicht so viel passieren. Wir machen auch mal Feuerschutz. Wir sind mal defensiv. Und schauen einfach mal, was die Advent so machen. Er hier will nach hinten abhauen. Das freut uns natürlich. Da kriegt er nämlich direkt mal Schaden und geht drauf. So, der Sektoid hat seinen Kollegen geholt. Drei Sektoiden. Ach du Scheiße. Das habe ich auch noch nie gehabt. Muss mich zusammenreißen. Drei Sektoiden. Wie sieht es aus mit unserem Sniper? Kriegt er hier jemanden ins Visier? 61%. Wir versuchen's. Ja, so nicht. Ziel verfehlt. So nicht. Okay. Drei Sektoiden. Die große Deckung können wir uns leider nicht holen. Also das wäre jetzt eigentlich schon mal ein Fall wieder für eine Granate. Weil die stehen da alle so schön dicht, vor allem die beiden hier hinten. Dass da doch eigentlich der F-Krone mal... Ach, der F-Krone hat... Doch, der hat noch die Splittergranate. So, treffen wir da auch alle? Ich glaube, der hintere hat Schutz. Na, wir werfen sie trotzdem drauf, weil die Deckung sollte zum größten Teil dann weg sein. Ich natürlich auch mit unserem... Ne, haben beide Schaden bekommen. Und ihr seht sofort Flankierbonus da. Hätte ich vielleicht mit dem Guanidin, ich glaube, müsste er gewesen sein, oder der Heavy. Wer war es denn hier, unser Sniper? Kriege ich gerade nicht raus. Hätte natürlich warten können, hätte bessere Trefferchancen dann gehabt. So, die gleiche hat jetzt der Stadtfuchs. 59%. Ja, auch nicht wirklich mehr. Aber der kann noch laufen. Der kann noch laufen und kann sich etwas Deckung holen. Machen wir mal. Die Schrotflinte braucht natürlich... Ja. Eine nahe Distanz zum Gegner. 76%. Ach, nein. Boah, da hätte ich jetzt schon ganz schön Schiss bei drei Sektoiden. Ich sage, da muss ich auch noch gleich was machen. Die kann ich nicht alle so... Ist da irgendwo Deckung? Nee. Also einer muss ja noch das Zeug mitnehmen. Das würde ich ja schon gerne haben. Und dann steht er halt komplett offen. MC Bass, meinst du, du kannst das? Du gehst mal hier hin. Nimmst die Sachen schön mit. Was haben wir denn da alles? Ah, wieder Allerium-Kern. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Vipern haben immer besseres Zeug dabei.
So, und er hat doch jetzt auch bessere Trefferchancen. 86% und 87, das ist doch hier. Ist doch drin, genau. Ein Headshot. Ziel neutralisiert. Erster Down. Ich muss bald nachladen. Das gleiche würde ich jetzt gerne mit dem zweiten Sektoiden machen. Aber halt auch so, dass ich dann gute Deckung habe. Ich glaube, mit der Deckung ist das ein Problem. Nähere mich der Zielposition. Ach, und er kann jetzt gar nicht drauf schießen. Gebe Feuerschutz. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch Shifter, also den Topstar. Der darf noch und der müsste doch eigentlich auch eine gute Trefferchance haben. Und der kann sogar bis zum Kaktus nach hier vorne laufen. Müsste doch jetzt eigentlich noch bessere Trefferchancen haben. 79%, komm. Ja. Ach, aber nur 3 Schaden? Warum denn nur 3? Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Oh, nur 3 Schaden. Okay, warte. Gut, Noel geht zum nächsten Baum und versucht die 71% wieder zu machen. Okay. Hat auch nicht funktioniert, also jetzt werden wir die Aliens, denke ich mal, hoffentlich keine Plasmawaffen benutzen. So, und da kommt die nächste Advent-Gruppe. Und bedenkt ja, wir haben irgendwann das Problem, dass wir nachladen müssen. Ja. Und wenn man natürlich daneben schießt, ist es noch umso schlimmer. So, was macht er jetzt hier? Was macht er denn? Okay. Also das verstehe ich ja, was hier der Sektoid hier an der Stelle macht. Was der andere gemacht hat, verstehe ich überhaupt nicht. Der rennt einfach in uns rein. Ach so, doch, ich verstehe es. Und zwar die Aliens haben den Auftrag, in unseren Avenger zu kommen. Und er dachte sich einfach, er versucht's mal, indem er durchrennt. So, und einen Schuss haben wir noch drin. Für unseren Sniper. Dann versuchen wir doch gleich mal hier auf die... Ah, da hinten sind eine Offiziere, 47%, 61%. Versuchen wir auf den Sektoid hier zu gehen. Und trifft auch nicht. Also bis jetzt 0 von 3. Daneben. Hätte ich den Scharfschützen doch lieber zu Hause lassen sollen. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir hier nachladen und durchaus auch schießen können. Das ist hier zum Beispiel ein Problem beim Luro. Der Luro wäre eigentlich ideal geeignet, hier hinten sich von den neuen Leuten sich einen vorzunehmen und einmal halt aufzuladen. Wobei, nee, der hat ja eh noch ziemlich viel Schuss drin. Der könnte eigentlich mal hier rüber gehen. Na, hoffentlich kommt dann keiner hier. Na komm, wir machen's mal. Schon unterwegs. Kam keiner, Gott sei Dank. 52%, 50%, 49%. Wir nehmen die... Ja, wir haben so viel Auswahlmöglichkeit. Wir nehmen die... Ah, das ist halt der Betäubungslancer. Wir nehmen mal die 50% von ihm hier. Immerhin 3 Schaden. So. MC Bass hat ein Problem. Hat viele Gegner um sich rum und muss dann nachladen. Also ich glaube, das Beste wird sein, er versteckt sich hier. Bin dabei. Dann kann er nächste Runde nachladen. Und auch... wahrscheinlich schießen, weil die werden hier garantiert in der Nähe stehen bleiben. Nimmt sich mal den Advent-Offizier. Ja, 4, das ist gut. Und der wird aber nächste Runde definitiv was abbekommen. So, was macht er hier? Ne, erstmal schauen. Die 3 hier hinten sind natürlich jetzt gefährlich. Die können uns jetzt richtig hier den Tag vermiesen. Wie wäre es denn, wenn wir dafür jetzt eine Blendgranate einsetzen? Sind die denn alle treffbar? Sind sie.
Okay, dann macht der F-Krone folgendes. Der F-Krone ist es. Er lädt nach. Waffe nachladen. Und jetzt die Blendgranate abfeuern. Und zwar so, dass alle getroffen werden. Also genau so. Es ist zur Sicherheit, dass uns einfach die nächste Runde nur zum Teil gefährlich werden können. Und alle desorientiert. Der Lancer dürfte dann schon mal nicht nach vorne kommen und der Rest, wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen, bleibt dann auch gerne mal stehen. Mensch, Schrotflinte haben wir hier am Start. Wäre natürlich auch toll, wenn er hier ihn flanken könnte. 66%. 66%, mach das. Jawohl. Weil er muss definitiv auch drauf gehen, die Runde, sonst greift uns der Psi-Zombie an. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Der Shifter ist ja direkt auch davor. Ne, ihn nicht, ihn auch nicht. 67%. Könnte er irgendwie nach vorne gehen und da würde er natürlich dann ein leichtes Opfer werden. Also er muss von hier schießen. Nein, nein, ihn hier. 67% und bitte nicht nur 3 Schaden. 5, das war gut. Und da war wieder ein Drop, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, nichts gedroppt. Er hier ist tot. So, und da ist einer der Rookies, Spezialist, ins Team gekommen. Und der könnte eigentlich direkt hier zum Baum vorlaufen. Und doch eigentlich den Sektoiden direkt platt machen, oder? Das wäre doch mal eine dankbare Aufgabe hier. Wie ist was? 33% nur. Wenn das so ist, nehmen wir die 48%. Ach, okay. Konzentriere dich. Das hat auch nicht geklappt. So, wie viel haben wir denn noch? Wir haben nur noch einen Soldaten, den wir bewegen können. Ja, und der muss eigentlich den Sektoiden platt machen. Wie, 50%? Was ist denn hier los? Nein, nicht Menü. Dann geh doch mal um die Ecke hier und, gib deine Deckung ein bisschen auf, Noel. Und jetzt solltest du aber hier 91%. Hii. Okay. So. Alles bewegt. Bei vielen ist die Munition leer. Das müssen wir also die nächste Runde dann nachladen. Und jetzt schauen wir mal, was die Advents machen. Oh, der stand natürlich schön frei. Aber wir halten auch mal fest, das war der erste Schuss, der durchgekommen ist auf uns. Also bis jetzt wirklich ganz gut geregelt. So, er muss auf jeden Fall nachladen. Und dann kann er noch genau einen Schuss abgeben. 100%, 70% und 66%. Wir nehmen mal die 70% hier. Ja, weil die anderen Soldaten sind leichter erreichbar für unsere restliche Gruppe. Ja, unser Sniper müsste ein bisschen auf eine höhere Position kommen, aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Und wenn wir den Sniper hier vorne positionieren, sage ich mal ungefähr hier, können wir wunderbar mit ihm den Stachel hinten ausschalten. Das müssten wir eigentlich mal machen. Nachladen. Waffe geladen. Und dann nach vorne gehen. Wechsle Position. Ist ja nicht wirklich wichtig, dass er so eine große Deckung hat. Da steht er eh ganz hinten. Okay. Jetzt müssen wir die Leute hier ein bisschen rüber bekommen. Moving to position. 86%, 50%. Ja komm, 50%. Jawohl, sehr schön. Schon mal ein erledigt. So. Er hat hier Flankierbonus. Ja, ist klar warum. Geht mal hier vor zu der halben Deckung.
Der F. Krone mit seinem Nullpointer. Merkt mal, dass er Informatiker ist, der Gute. 52%, das versuchen wir. Ja, okay. Muss natürlich auch wieder mal daneben gehen. Am Ziel vorbeigeschossen. So, Tickel muss auf jeden Fall nachladen. Der lädt mal nach und wird sich von der Position hier den Advent holen. Andiamo. 78% trotzdem nur, obwohl er vor ihm steht. Okay. Okay, reicht aber trotzdem. Genügend Wut im Bauch hier, meine Soldaten. Und der Luro jetzt hier mit einer schönen Position. Direkt von der Seite. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir ihn noch ein Stück vorschieben. Und los geht's. Außer, dass vielleicht neue Aliens kommen. Nee, ist nichts passiert. 57%. Luro, du könntest jetzt zum Matchwinner werden. Ach, Mann. Das wäre wichtig gewesen. Die Waffe verschlingt meine Munition. Okay, wir haben ja noch den Rookie, den wir nachziehen können. Der ebenfalls so eine 50% Chance hat. 52, um genau zu sagen. Und auch der versemmelt. Feind steht noch. Und wen haben wir noch am Start? Den Shifter. Der auch ganz dringend nachladen muss. Nachladen. Nachgeladen. Und 58%. Mehr ist nicht drin, die Runde. Ja, und er macht's richtig hier. Mit 58%. Okay, er bekommt aber jetzt hier seinen Schuss. Und er kann sich wahrscheinlich ein Ziel aussuchen von meinen Leuten. Ah, okay. Er haut ab. Also die Aliens sind auch sehr bedacht, hier ihr Ziel hinten zu verteidigen. Zu verteidigen natürlich. Oh. Und da kommt die Advent-Verstärkung direkt bei unseren Soldaten. Commander, die Lage hat sich verschlimmert. Der Widerstand meldet feindliche Transporte in der gesamten Region. Sie machen sich für einen umfassenden Angriff bereit. Ja, das ist ja eher kein Problem. Aber hier die Verstärkung direkt bei mir, das wird gleich spaßig werden. Da habe ich mir nämlich, lasse ich mir was Besonderes einfallen. Das seht ihr dann aber erst beim nächsten Mal. Danke, Leute. Bis dann.